Geistige reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Die RMF-Kur ist erstmal abgeschlossen. Ich bin bei 5,8 Milliohm bei dem neuen Paket, sag ich mal. Jetzt habe ich mir gedacht, ich habe zwar jetzt gerade 22 Ampere. Puh. Ich habe noch ein halbes kW minus. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich klemme das jetzt mal um, beziehungsweise den mal ab. Und wir messen dann mal mit dem Ding den Innenwiderstand. Aber A ist der Akku jetzt nicht voll und B kommen ja jetzt noch 22 Ampere. Ich glaube, das mache ich heute Abend. Planänderung, würde ich sagen, sehen wir uns heute Abend wieder. Ja, da breite ich die Kabel. Breite ich alles schon mal ein bisschen vor und dann messen wir heute Abend mal den Akku. Und ja, vielleicht sind sie halbwegs ein bisschen gleich und dann kann ich sie zusammenklemmen, ne? So, ist jetzt mir später. Ihr seht, ich habe jetzt hier schon mal abgeschaltet. Ich kann es nicht mehr abwarten. Ich muss das jetzt ausprobieren. Und ich will jetzt die Messung von dem Akku mit euch zusammen mal machen. Ohne Schnitte und so, ne? Nicht, dass mir noch hilft irgendwas. Den hatte ich ja jetzt seit dem Video, wo ich ihn regeneriert habe, tagtäglich in Benutzung. Der ist nicht ganz voll, das ist natürlich nicht ganz so optimal. Aber ist mir jetzt wurscht. Also ein halbes Milliohm oder was könnte es sein, dass er noch besser ist. Ich habe ihn gerade erst abgeklemmt. Also wir haben die schlechtesten Bedingungen, die überhaupt vorliegen können. Okay, 6,24. Ja, das habe ich doch jetzt mal gut prophezeit, oder? Der hatte 5, irgendwas. Und wie ich gesagt habe, da ist nicht ganz voll. Ihr seht, wir sind bei 12,78. Ja, wenn er richtig voll wird, gerade nach dem Abklemmen, ne, wisst ihr selber, da müsst ihr schon so 13, sagen wir mal 12,9 müsst ihr schon haben. Wie gesagt, wir haben 20 Ampere geladen. Also ganz voll ist er nie. Sieht man jetzt auch am Innenwiderstand. Das bedeutet natürlich, wenn ich die jetzt zusammenklemme, wird wahrscheinlich der Akku den Akku laden. Jetzt weiß ich halt auch nicht, ich überlege jetzt, ob ich hier doch nochmal einen Rempf ranknalle und die auch auf die 5 Ohm runterziehe. Oder ich jetzt einfach anklemme und das gleicht sich dann irgendwie aus. Wir klemmen einfach an, oder? Natürlich! Nee, pass auf, wir klemmen einfach an. Und sollte das zu krass sein oder so mit den Ampere, dann lasse ich ihn trotzdem angeklemmt und dann machen wir Trick 17. Eigentlich sollte man es nicht so machen, aber wir machen Trick 17 und zwar geht das mit dem RMF. Wenn der Ausgleichsstrom zu hoch ist, klemme ich den RMF parallel auf den Akku, einfach auf die 2, ne? Ist ja jetzt dann eh ein Akku. Und du mit dem RMF Ausgleichsladung mitmachen etc. Das Ganze eben noch mal ein bisschen unterstützen und das machen wir jetzt mal. Mal gucken, vielleicht ist es gar nicht so wild. Mal sehen. So, wir haben jetzt mal ein bisschen gerechnet und festgestellt, dass wir uns verrechnet haben. Deswegen machen wir es einfach praktisch. Da können wir uns nicht verrechnen. Interessant erstmal, ist mir gerade aufgefallen, das will ich mal auf Video festhalten. Also der Teil des Akkus hat einen geringeren Innenwiderstand wie der. Übrigens habe ich vorhin 5 Ohm gesagt, ist 5 Milliohm. Alles, was ich ist Milliohm, was ich ansage hier mit Innenwiderständen. Ne? Danke Micha an der Stelle. Komischerweise hat der 12,5 und der, brauchen wir jetzt bloß hier umklemmen, bloß ist schon, habe ich schon zusammen gemacht, der 12,7. Ja gut, wie gesagt, der wurde auch gerade mit 20 Ampere geladen und so. Also theoretisch dürfte jetzt gar kein Ausgleichsstrom fließen, höchstens von dem in den. Weil ja die Spannung höher ist. Also ich glaube, da wird jetzt gar nichts passieren. Und ich gehe mal jetzt davon aus, ich klemme die jetzt zusammen, schalte das PV dann wieder ein und das PV lädt dann ja auch wieder. Ich verbrauche dann nur und über 1-2 Wochen werden die sich selber austüdeln, weißt du? Also, habe ich... Gut. Machen wir jetzt mal hier die Zange. Das ist natürlich jetzt mit einer Hand. Muss ich mal gucken, ob ich das überhaupt hinkriege. So, ich habe jetzt hier die Amperezange. Und gehe jetzt hier auf den Pol. Wir gucken erstmal auf den Pol, ob es Fatz macht. Passiert gar nichts. 200... Nee. Das ist 0. Guck mal. 0. Hab dran. Ja, moin.
fließt kein Ausgleichsstrom. Oh, jetzt muss ich euch ein bisschen aufpassen. Gut, schwarzen Cut. Ich tue jetzt hier alles verkabeln, weil jetzt habe ich hier ein Minus. Und wenn ich jetzt hier rankommen würde, dann... Ja, da reden wir gar nicht drüber. Tschüss.